Ja, heute ist etwas ganz Besonderes, denn wir sind hier in Japan, um genau zu sein in Tokio. Und nicht einfach so, sondern wir sind hier beim Tokyo Dome. Und hier gibt es etwas ganz Besonderes, denn hier ist ein spezielles Event. Ich bin eingeladen, ich freue mich sehr. Also Leute, lasst uns reingehen. Wir sind hier in der Halle im Tokyo Dome, um genau zu sein. Und ihr seht es im Hintergrund schon, es ist wirklich viel los hier. Hier sind ganz viele Leute. Und das Besondere ist natürlich, alle sind hier wegen Yu-Gi-Oh! Hier. Und ich bin gespannt, was wir eben hier sehen werden. Denn es gibt eine Menge zu sehen. Es gibt eine riesengroße Halle und ich freue mich mega. Hier im Tokyo Dome. Also Leute, wir gehen rüber zu den ganzen Sachen. Da habe ich sicherlich schon das erste Highlight gefunden, denn wir haben hier eine Wall. Nicht nur irgendeine Wall, sondern die ganze Geschichte von Yugi. Und ich muss sagen, es sieht wirklich, wirklich nice aus. Von Exodia-Beschwörung zu, weiter geht's natürlich, ultimativer weißer Drache mit natürlich Mammutfriedhof. Und weiter geht's, ne? Also ich brauch das gar nicht alles erzählen. Ich habe auch noch mal ein paar Close-Ups. Seht ihr währenddessen auch. Das sieht einfach hübsch aus. Es ist alles drin. Vor allem, ich mag, also man sieht das vielleicht gar nicht, es ist 3D. Also, ne? Also es ist schon wirklich nice. Und hier natürlich, also, ne? Brauchen wir über alles nicht erzählen. Bakura, let's go. Paladin, let's go. Ne, Marek. Oh, ich liebe natürlich Marek. Natürlich, also, ja. Ich brauche nicht weiter zu sagen. Und The Destiny Duel. Oh, ich liebe es, ich liebe es. Auf jeden Fall ein Highlight, sieht mega hübsch aus. Und ich sehe dort hinten etwas, was ihr noch nicht seht. Und ich sag mal so, das ist ein weiteres Highlight. Ich stehe jetzt hier extra dicht an der Wand, denn es hat einen Grund. Wir haben hier ein weiteres Highlight. Und theoretisch könntet ihr es schon lesen, denn Leute, es gibt Karten. Es gibt sehr viele Yu-Gi-Oh! Karten. Um genau zu sein, über 10.000 Stück. Die Zahl kennt man auf jeden Fall. Und ironischerweise sind hier alle Karten und ich würde sagen, wir gehen Stück für Stück einmal durch. Es ist natürlich viel los hier, müssen wir dementsprechend aufpassen. Wir fangen natürlich an, ja, brauchen wir drüber reden. Ich meine, es ist super cool. Wir haben hier alle Karten und es ist Set-technisch sortiert. Also wir haben hier alle Sets, es fängt halt oben an, geht runter bis zum nächsten Set und dann geht's weiter. Ups, sorry. Haben wir zum Beispiel hier oben natürlich Exodia und ich würde sagen, wir gehen Close-Up und dann, wenn wir ein bisschen Space haben, reden wir über die Karten, denn für mich ist das ein bisschen wie eine kleine Zeitreise, denn wirklich von Beginn an bis ganz nach vorne. Das heißt, wir werden hier ein bisschen Zeit verbringen, denn wir wollen hier eine kleine Zeitreise machen. Ich habe jetzt hier meinen Platz gefunden und zwar vor der 8 und das hat einen besonderen Grund, denn viele fragen natürlich immer, seit wann spielst du eigentlich Yu-Gi-Oh! Beziehungsweise ab wann bist du auf Turnieren gegangen? Ja, und wir sind hier beim Zeitalter. Six Samurai, um genau zu sein, 6 Samurai, als es noch keine Synchros gab, noch keine Exit, kein Pendulum, gar nichts. Dort war 6 Samurai auch mal auf dem Turnieren sehr stark vertreten. Und hier kam das Ganze raus und dort bin ich eben das erste Mal auf Turnieren gegangen. Das bedeutet, ich kenne das Ganze sehr, sehr gut. Vor allen Dingen Kristall und Goya kam dann auch. Und dann vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich ihn finde. Ich finde ihn jetzt natürlich auf der Schnelle nicht. Und zwar Razor, der Sturmmonarch ist rausgekommen. Extrem starke Karte natürlich zu dem Zeitpunkt. Und ja, und wir sehen hier natürlich Glatonengeheuer dann auch. Glatonengeheuer natürlich auch ein sehr starkes Deck. Brauche ich drüber reden. Kaius, der Schattenmonarch, auch super starke Karte. Und natürlich Grandmaster und Volcanic. Wir gehen mal hier hin. Volcanic. Denn das war mein erstes Deck, womit ich sehr oft gewonnen habe. Volcanic mit Windsturm der Phönixflügel und mit Razor. Also es ist Nostalgie pur. Und ich würde sagen, wir gehen weiter vorwärts im Zeitstrahl, denn es gibt wirklich jede Karte hier. Wir sind hier ganz unten, man sieht es hier oben. Und man kann schon sehen, warum ich hier bin. Wir sehen hier die ersten Synchro-Monster. Und ganz unten, man kann es kaum vermuten, haben wir hier in Ghost Rare eine Sternschaftdrache. Sehr, sehr schick und dementsprechend, ich brauche nicht lange überlegen, gehen wir rüber zu meiner absoluten Lieblingskarte, der schwarze Rosendrache, ebenfalls in Ghost Rare. Oh, direkt, wunderschöne Karte. Wir sehen hier wirklich jede Karte, ne? Man muss sagen, es ist nicht pro Seite ein Set, also wir haben hier wirklich mehrere Sets, also man muss wirklich gucken. Ja, zum Teil muss man ein bisschen runtergehen, dann hier, Leute. Oh, seht ihr es? Ja. An alle Masterduel-Spieler. Maxé kam in 15, also der Zahl 15 hier raus. Natürlich nicht das Jahr 15. Weiter geht's. Hier Mermel auch. Sehr beliebtes Thema, versteht sich. Dann haben wir hier Bujin. Fand ich mal sehr interessant. Habe ich persönlich aber nie aktiv gespielt. Und dann hier natürlich Cyberdrache. Let's go. Das fand ich super. Weiter geht's. Belz, auch immer eine sehr, sehr gute Karte. Und ich wollte eigentlich wollte ich hier unten hin. Da unten hin. Denn da ist eine andere Liebe von mir. Und zwar, ihr seht's, Schadol. Schadol kam da raus. Ja, Schadol, auf jeden Fall auch in meinem Herzen. Habe ich sehr viel miterlebt.
und auch auf sehr vielen Turnieren mit gewesen. Also von daher steckt da auch sehr, sehr viel Erinnerung drin. Ja, mag ich sehr. Und man glaubt es kaum, denn wir sehen hier, hier ist Super Heavy Samurai. Und ja, Leute, das ist sehr, sehr lange her gewesen. Denn wenn wir wissen, weiter voraus gibt es einige gute Karten zu diesem Deck. Und das Deck war natürlich dann auch in der Meta ganz oben dabei. Von daher, ja, hier Super Heavy Samurai. Wir sind bei der Nummer 24 angekommen. Und Leute, ihr wisst, was es heißt. Link is in the house. Nein, natürlich. Linkbeschwörung ist da und ich muss immer noch sagen, ich finde es sehr gut, dass wir Linkbeschwörung bekommen. Denn aus zwei Gründen. Erstens, Zonenplacement ist wichtiger geworden. Früher war es gefühlt egal, ab da. Zonenplacement ist extrem wichtig. Manchmal war es wirklich so, dass man eben einfach ein Monster beschworen hat und merkte, warte mal, da, ich habe jetzt gar kein Monster, was ein Link-Pfeil irgendwie. Ja, das jetzt aber, ja. Auf jeden Fall, ja, hier sind wir da. 24, ich weiß gar nicht, bis zu welcher Nummer es geht. Ich glaube, auf jeden Fall über 30. Man darf nicht vergessen, es sind mehr Karten. Ich habe nicht gezählt, wie viele Karten hier sind. Könnte ich auch mal machen. Aber wir gehen weiter zum nächsten Highlight. Ich denke mal, Link-Beschwörung ist für viele ein Highlight. Wie gesagt, ich habe schon gespielt, als Synchro noch nicht gab, Exit und so noch nicht gab. Von daher war das auch ein Highlight für mich. Aber für viele ist natürlich Link eben das Highlight. Vor allen Dingen. Tja, weiß jemand noch, was dort gespielt war? Genau, Zodiac. Denn Zodiac konnte auch mit ihm ganz normal spielen. Man sagte so, ja, Zonen, aber Zodiac gesagt, egal, ich spiele halt trotzdem. Egal, weiter geht's zu den nächsten Karten. Und da sind wir auch angekommen. Rescue Ace, Pearly, Tier Elements. Leute, willkommen in der Gegenwart. Kashira, okay, ist nicht ganz, aber ne, komm hier. Illusion, also wir haben 35, dort drüben ist noch was, kommen wir gleich zu, aber ja, Horus, ich glaube, ich brauche nicht überlegen, SP, ah, falsch, SP, Little Knight und natürlich, wir sehen hier natürlich, wir haben hier andere Raritäten, habe ich auch schon mal was zu gemacht bei den Worlds, also von daher, genau den haben wir auch gezogen, ironischerweise, also wir haben hier natürlich andere Raritäten, aber generell natürlich, wir kennen die Karten, haben wir auch bekommen, nur nicht in der Rarität, und wir sehen hier halt Illusion, Crimson Dragon, Illusion, wie gesagt, ne? Chimera-Stuff. Also wir haben hier alles und ich würde sagen, wir gehen zur letzten Seite rüber, denn das ist 35 und wir gehen rüber zu 36. Wir sind angekommen bei der 36 und natürlich, jetzt fragt man sich, ja, hä, wir waren doch schon beim aktuellen. Das ist richtig, wir sind hier quasi in der Zukunft, denn wir wissen ja alle, hier kommen die Karten früher raus. Diese Karte, Phantom Nightmare, ist bei uns da, aber wir sehen hier auch Ausblicke auf die Zukunft eben. Also die Karten sind natürlich schon bekannt, aber es ist eben Ausblick auf die Zukunft. Und ich freue mich wirklich auf das nächste Set. Vor allen Dingen, weil wir wirklich, also kommen richtig nice Karten raus. Ich freue mich wirklich auf dieses Set. Vor allen Dingen, warte, komm ran. Natürlich, Illusion Searcher, absolut 10 von 10, aber auch hier. Also ich meine, brauche ich drüber reden. Yugi-Karten, let's go, also super nice. Ja, wie gesagt, das ist eher die Zukunft. Und damit kommen wir zum letzten Banner. Nein, ja, wir haben jetzt indirekt über 10.000 Karten durchgegangen. Natürlich, klar, wir sind nicht alle durchgegangen. Klar, ich habe nicht über alle geredet. Also hätte komplett den Rahmen gesprengt. Von daher, ich glaube, manche werden jetzt sagen, ich habe eh schon zu viel geredet. Aber ja, für mich ist es einfach wirklich wie eine Zeitreise. Und ich freue mich wirklich, dass ich das alles hier erlebt habe, weil ja, es ist wie eine Zeitreise. Es ist schön, alle Karten nochmal zu sehen. Und vielleicht zähle ich nochmal, wie viele Pro sind, dann kann ich nochmal genau sagen, wie viele Karten hier hängen. Aber es ist wirklich schön, hier alle Karten nochmal zu sehen und vor allem auch in unterschiedlichen Raritäten. Es ist sehr schön und ich würde sagen, dieses Highlight hat es in sich und ging lang. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich muss gucken, was nächstes ist, ich habe keine Ahnung. Ihr werdet es aber auf jeden Fall nach dem Schnitt sehen. Wir sind nochmal zurück bei der 29, denn ich habe es jetzt gezählt, wie viele Karten sind. Ich muss es sagen, wir haben hier den 10.000 Rank, das heißt, hier waren 10.000 Karten, 29, aber insgesamt hängen hier 12.717 Karten, ja, wir haben alle gezählt, bisschen hochgerechnet, aber ja, 12.717 Karten, verrückt und es werden immer mehr. Also man merkt hier, Yu-Gi-Oh! Hat wirklich viele Facetten und ich glaube, das konnte man hier eben sehr gut sehen. Ein kleiner Highlight, man sieht es hier, ein riesen Kuribo läuft hier rum, finde ich super, oh, und es kommt sehr näher, einfach ein riesen Kuribo. Ist auf jeden Fall der Liebling hier. Falls ihr euch fragt, wo ich immer sitze, ja, wir haben so eine Art extra Lounge-Bereich. Ihr seht, Rescue Rabbit sitzt auch da. Ja, er ist dabei.
Und ja, dort sitzen wir halt und wir haben ja halt Stuff, können unser Equipment ablagern, können auch Akkus aufladen und von daher ist er nice und haben einen perfekten Ausblick eben auf die Halle. Von daher, wir haben guten Space zum Ausruhen und wir ruhen uns jetzt nicht aus, denn wir gehen jetzt weiter. Ich habe hier mir mal was zu essen geholt, aber was viel wichtiger ist, ich habe mir was zu trinken geholt. Wir haben schon den Ra Hotdog gesehen, jetzt haben wir hier den Slifer Drink und das ist irgendwie so eine Art Soda, also so eine Limonade. Und das Coolste ist, da sind so, also ihr seht, die ist braune und es bubbelt. Ich weiß nicht, was es ist. Es schmeckt gut. Ich habe schon probiert. Und man kriegt halt eben hier so einen Sticker. Und natürlich, Leute, ey, ihr wisst, Slifer ist mein Lieblingsgott. Und dementsprechend, Slifer musste ich mir auf jeden Fall holen. Vielleicht hört ihr es noch. Ja, man muss es hören. Es bubbelt, ne? Also es ist sehr interessant. Schmeckt sehr gut, von daher super. Und wie gesagt, man hat hier so einen Sticker. Slifer. Ja, nicht ganz Black Rose Dragon, aber es ist Slifer und jetzt esse ich erstmal und trinke ich natürlich was. Ja, es gibt hier auf dem Event natürlich auch zwei Promokarten und vor einer stehe ich Ihnen direkt. Natürlich ist das nicht die Promokarte, aber sie ist es in groß und zwar, es ist der dunkle Magier. Leute, größer, größer, am größten. Hier ist der bläuäugige weiße Drache. Hier sieht man einmal die Halle, schön große Karten. Wir sehen natürlich den dunklen Magier, Nea, Sternschaft und Utopia. Und wenn man hier sieht, hier sind die ganzen Aktivitäten von unten schon zu sehen. Aber natürlich, wir gehen auch mal näher ran und gehen das Ganze eben angucken. Wir sehen hier sehr große Fläche natürlich, versteht sich. Und sehr viele Sachen, das heißt, hier kann man sehr viel machen. Und hier oben auch nochmal eben die anderen Karten. Es ist sehr voll hier, denn wir sind in der Mitte vom Tokyo Dome. Obwohl wir in der Mitte des Tokyo Dome sind, kann man hier trotzdem Yu-Gi-Oh! Spielen, denn hier im Hintergrund, man sieht es, sehr viele Leute spielen Leute eben gegeneinander Yu-Gi-Oh! Um eben dementsprechend Preise. Bedeutet also auch hier, obwohl wir in der Mitte des Tokyo Dome sind, wird aktiv Yu-Gi-Oh! Gespielt. So, ich bin natürlich hier vor einer Legende, ich würde sagen, noch nie verloren, ist auf jeden Fall ein Status. Aber was ich natürlich zeigen will, und zwar hier gibt es eine Menge Minispiele. Bedeutet, hier kann man Sachen spielen und dann dementsprechend was bekommen. Das bedeutet also, man kann hier genug Sachen machen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir schauen das Ganze einfach mal an und schauen an, was für Spiele das so sind. Ja, was soll ich sagen? Das war mal ein Erlebnis, definitiv. Wir haben die Ehre bekommen, das Ganze zu testen und ich muss sagen, es ist wirklich, ja, es ist krass. Ich glaube, ich brauche nichts anderes sagen. Ich meine, man sieht einfach alles vor ein, es wirkt wirklich, also man sieht alles exakt vor ein. Ich meine, das soll jetzt auch sein, ne? Das ist ja der Sinn der Sache, aber es ist wirklich ein Erlebnis und ich glaube, man kann nicht beschreiben, wenn man es sieht, also man sieht so, ja, okay, hier so, aber es zu erleben, ist noch was ganz anderes. Ich glaube, das hat auf jeden Fall, also ich will mehr und von daher werden wir sehen, aber meine Erfahrung auf jeden Fall, es ist zu erleben sehr, sehr nice. Jetzt sind wir auch hier im Hotelzimmer und wir können uns jetzt natürlich mal angucken, was sich alles so bekommen hat, denn ja, riesen Dank an Konami, ich habe hier einige Sachen bekommen, die aber auch vor Ort zu bekommen waren, und zwar zum einen haben wir Structure Deck Charmers und hier ist wichtig zu erwähnen, das ist nicht nur einfach das Structure Deck, sondern hier sind eben
die Quarter Centuries drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur in Anführungszeichen, die 8 sind oder alle sind, das kann ich gerade nicht entnehmen, aber auf jeden Fall sind hier halt viele Karten in viel höhere Rarität. Ich finde sehr, sehr nice. Das Ganze gibt es nicht nur einmal, sondern es gibt ein zweites und zwar von Trap Trick ebenfalls. Auch hier, natürlich muss man bedenken, das hier sind natürlich OCG-Karten. Bedeutet also, die sind natürlich hier erlaubt. Bei uns eben darf man die nicht spielen. Aber natürlich sehr hübsch und von daher gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann gibt es hier noch speziell und zwar hier einmal das Set, was ein besonderes Set ist, denn dieses Pad gab es, ich meine, vor 24 Jahren vor 24 Jahren kam das raus, aber das ist natürlich nicht das Set von 24 Jahren, das ist immer eine Neuauflage, aber es ist auch eine sehr schöne Erinnerung auf jeden Fall, das Ganze hier eben zu haben. Dann, muss ich gerade von der Seite hier haben wir aber zum 25. Dann jetzt hier eben auch nochmal was, und zwar ebenfalls hier Booster zu dem Ganzen. Oh, irgendwie ist da was durcheinander gekommen. Und diese konnte man eben auch vor Ort bekommen. Allgemein, wie gesagt, man konnte alles hier vor Ort bekommen, was ich gerade zeige. Und das hier ist halt eben für das normale TCG-Spiel, beziehungsweise natürlich OCG. Und das hier ist für Rushdrill. Bedeutet also, ja, das hier sind Rushdrill-Karten drin und ja, das sind natürlich Promokarten. Also hier sind gewisse Karten drin. Nicht immer die gleichen, also es ist schon wie ein Booster, aber es ist natürlich auch Promotion, sieht man nicht, ne? So, dann geht's weiter. Ebenfalls etwas, was schon vor langer, langer Zeit rausgekommen ist, aber jetzt ebenfalls hier nochmal erhältlich ist. Und zwar dieses schöne Ding ist halt Yugi und Kaiba Deck, was sehr, sehr nice ist und ja, ist auch vor sehr, sehr, sehr langer Zeit rausgekommen. Jetzt natürlich nochmal hier, wie gesagt, auch in neuer Auflage, das Ganze zu bekommen. Und dann jetzt natürlich nochmal Spezial hier. Und zwar, man könnte denken, ja, es sieht so ähnlich aus wie bei den Worlds. Wieder so eine Verpackung. Aber dieses Mal ist auch was Besonderes drin. Und zwar, wir haben hier einmal dieses schöne Playmat mit diesen schönen Hüllen. Es ist hier schwarz-weiß, aber es ist ein wunderschönes Grün auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, auch hier drin, ebenfalls Hüllen und ebenfalls ein Playmat. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Finde ich sehr, sehr nice. Allgemein, mir gefällt es immer. Also Hüllen, immer. Und Playmats mag ich ebenfalls. So. Und dann kommen wir natürlich nochmal zu den Highlights, und zwar den beiden Umschlägen bzw. beiden Probekarten, an dem ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben hier einmal den dunklen Magier, sieht sehr hübsch, und auf der anderen Seite haben wir hier dann natürlich, ich meine, das war ja klar, ne? Den Blue Ice. Und wenn man es jetzt zusammenpackt, ist gar nicht so leicht, wenn man es hier zusammenpackt, sieht man, dass dort eben hier Tokyo Dome steht. Das ist natürlich cool. Also quasi die beiden sind vor dem Tokyo Dome. Ist sehr hübsch. Ist, ja, brauche ich nicht überreden. Ist natürlich wunderbar. Also ich liebe es und ich bin froh, dass ich diese zwei bekommen konnte. Gab es nur auf dem Event. Die gab es am Samstag, die gab es am Sonntag. Bedeutet also eben, dass man an beiden Tagen dann musste, um beide zu kriegen. Ich bin froh, dass ich beide bekommen habe. Und ja, das ist alles, was ich so bekommen habe. Und ich muss sagen, sehr schöne Sachen dabei. Jetzt auch nochmal persönlich hier die letzten Worte an euch. Es ist der letzte Tag und ich bin auch ein bisschen durch, muss ich sagen. Aber natürlich muss hier noch ein Ende und Fazit kommen. Ja, was kann ich sagen als Fazit? Zunächst einmal, es ist immer wieder ein Traum, hier in Japan zu sein. Es ist wirklich schön, gefällt mir wirklich sehr gut. Aber wir wollen natürlich über das Event reden. Das Event war ebenfalls sehr gelungen und war ein super Event. Mir hat es sehr gut gefallen. Ihr habt ja auch viel gesehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wie das Event ist. Aber es ist immer was anderes, das Ganze durch eigene Augen zu sehen, als eben durch die Kamera. Also das bedeutet, ihr habt natürlich einen Teil gesehen. Ich habe alles gesehen. Das ist natürlich noch was ganz anderes. Also ich fand es einfach umwerfend. Es war wirklich super. Mir hat das sehr gut gefallen und vor allen Dingen auch die Announcements, muss man natürlich sagen, ne? Das waren ja so quasi die Highlights und ja, das gefällt mir auch super. Also ich bin gespannt, was da in der Zukunft noch kommen wird. Wir werden ja sehen, also ich bin hyped, ich glaube, das hat man in der Live-Reaktion auch gesehen, von daher ja, ist sehr gut gelungen und es ist, wie gesagt, eine Ehre gewesen, hier zu sein, Menge Leute getroffen und weiteres, aber ja, abschließend kann ich nur sagen, ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich hoffe, ich habe alles für euch gut eingefangen. Und ich bin jetzt wirklich müde, ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Aber euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Und Leute, denkt daran, immer viel Spaß haben beim Duellieren.